Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal zur weiteren Folge F2122. Ja, ich will gar nicht so viel rumlabern, von wegen, wir müssen diesmal sauber fahren, wir müssen diesmal. Ihr wisst es. Ich meine, wenn ihr die letzten Folgen geguckt habt, ihr wisst es. Es ist eine desaströse Saison für uns, eine wirklich desaströse Saison. Wir haben jetzt 7 Rennen, 4 DNFs, in den letzten 5 Rennen 4 DNFs. Klar, in der letzten Folge hat uns Tickdem halt einfach reingefahren, da kannst du nichts machen. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, ins Ziel zu kommen. First to have, you have to finish, ne? Der legendäre Spruch. Ja, gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Verbrennungsmotor, MGU-K, MGU-H passt noch. Eigentlich passt alles soweit an den Komponenten. Wir gehen rein, wir gucken, was im Qualifying geht und danach auch im Rennen. Und ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, Top 10 ohne Schaden. Wir gehen jetzt in unsere entscheidende Runde. Hülkenberg leider als 12. raus. Er war in Q1 stärker als in Q2. War über ein Zehntel langsamer. Hätte er das geschafft, wäre er, glaube ich, dann auch in Q2 gelandet. Aber wir gucken mal erst, was wir hier jetzt, in Q3 meint natürlich, was wir hier jetzt hinlegen. Ich denke mal, ein Platz so 7, 8 ist möglich, ne? Bin schneller als Leclerc so im ersten Sektor. Der erste Sektor ist aber allgemein gut von uns. Gleich kommt wieder die Stelle, die für mich am allerschwierigsten immer in Kanada zu fahren ist. Nämlich hier. Ja, diesmal ging es sogar, ne? Aber hier habe ich immer Probleme, diese Kurve gut zu kriegen. Finde ich unglaublich schwierig. Minimal langsamer, 3000stel langsamer als Leclerc gewesen. Okay, jetzt kommt es dann gleich drauf an, ne? Wie wir es da hinten die Schikane kriegen. Und das, wenn ich in der Wall of Champions landen. Ach, spät, sehr, sehr spät gebremst. Vielleicht zu spät, ich glaube, das war nicht optimal. Nee. Ah, nee. Wir haben es da weggeworfen, ne? Zehnter. Ja, die McLaren ganz vorne mit Norris und Sainz, fast schon selbstverständlich, dass dahinter dann noch Verstappen und Perez jagen. Hamilton sehr, sehr nah dran an Perez. Für Hamilton auch mal ein wichtiges Qualifying hier auch mal vor Leclerc, vor Russell, wobei das alles wieder super eng ist. Dann eine 1-12-1, das bin ich auch gefahren. Also ich hätte Ocon und Tickdem durchaus schlagen können. Mit Tickdem haben wir noch eine Rechnung offen. Aber ich hoffe, eine Rechnung, die ohne Schaden ausgeht. Wir gehen rein ins Rennen. Ich denke mal, 8. Platz ist möglich. Aber wenn ich am Ende einen Punkt hole, bin ich auch super zufrieden. Also lieber vorsichtiger und Platz 10, als mit zu viel Risiko und raus. Ne? Aber das denke ich auch logisch. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, Lewis Hamilton und Leclerc, Russell, Ocon, Tickdem, ein Wagen des neuen Teams, Gasly, Joe, Sebastian Vettel und Albon, Jüri Vips, Magnussen, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Stroll, Oscar Piastri, Latifi und Nick Stefan. Guck mal, was Hülkenberg von ganz hinten liefern kann. Ne? Hier wäre jetzt schön, wenn man als Team eingreifen könnte und sagen könnte, ey, Nico, du startest eh von hinten. Volles Risiko, gib Attacke. Wir haben da eh nicht viel zu verlieren. Ne? Das wäre eigentlich schon ein bisschen schöner. Wir werden auf jeden Fall... Ja, mal so fahren, ne? 16 Runden mit Mediums und dann zweimal Softe. Ich will Gas geben. Hier in Kanada ist die Boxen-Ein- und Ausfahrt halt relativ kurz. Also man hat eine kurze Boxen-Stop-Zeit. Das will ich nutzen. Gehen wir rein dann in das Rennen und gucken mal, wie es wird. Ich hoffe auch immer, dass hier in der Startphase vor allen Dingen ohne irgendwelche Zwischenfälle bleibt. Aber der Start war gut. Der Start war gut. Frühzeitig abgebremst. Ganz vorsichtig. Neben mir ist jetzt hier der Sebastian. Ich hoffe, der passt auf. Ich versuche auch aufzupassen. Okay, Sebastian ist an mir vorbei. Der startet aber auch auf Soft. Ist also aggressiver unterwegs. Dementsprechend auch okay, dass er mich da erstmal überholt. Den können wir uns bestimmt noch im Laufe des Rennens holen. Ja, Gasly muss schon abreißen lassen.
Start war in Ordnung. Lass uns versuchen, vorzurücken. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 22. Boah, das war eng. Auf jeden Fall Nico auf Mediums unterwegs. Wir haben jetzt noch sehr, sehr viel Power vom ERS. Hatten wir uns gut aufgespart. Ja, Vettel. Ja, dich können wir kriegen. Sehr, sehr eng. Er ist in. Hat sich gut verteidigt da, Sebastian. Ja, wir kleben an Sebastian Vettel. Er aber seinerseits hat kein DRS mehr, was sehr wichtig ist. Wir müssen hier jetzt einfach dranbleiben. Das ist für uns jetzt essentiell wichtig, um dann in den langen Geraden, also bei der langen Geraden, dann entsprechend attackieren zu können. Das sieht gut aus. Das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. Ne? Gleich die Kurve dann noch kriegen und dann haben wir ihn. So. Denn er ist nicht mehr im DRS-Fenster, jetzt müssen wir dranbleiben. Ah, wir sind dran. Wir sind dran. So, jetzt bist du aber auch fällig. Fährt wieder Kampflinie. Dieses Mal kann er sich da aber nicht verteidigen. Ah, boah, nicht gut bekommen. Aber ich habe noch DRS. Okay, wir haben Platz 10 wieder. Das ist schon mal ein Erfolg. Jetzt gucken wir, ob wir Richtung Alpine kommen. Jetzt vielleicht. Jetzt sind wir mal richtig nah dran. Auch hier zieht er trotzdem davon. Aber jetzt können wir trotzdem mal nah genug dran gewesen sein. Ja, wir nehmen Speed auf. Wir nehmen Speed auf. Tickte mit Kampflinie. Boah. 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 Hart. Aber fair das Ganze. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Lassen wir mal lieber auf, ne? Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 19,2 Sekunden. Irgendwo ist gelb. Gucken, ob Safety Car kommt. Scheint aber nicht so. Und wir können schneller als Tiptim, ne? Der muss auch extrem abreißen, das zu kommen. Das Safety Car ist ausgefahren. Wir müssen langsamer werden. Es gibt wohl viele Trümmerstücke auf der Strecke. Jetzt ist doch das Safety Car draußen. Okay, wir werden das gleich nutzen, um in die Box zu gehen. Jetzt wird es interessant, ob Tiptim auch in die Box gehen wird. Er bremst ab. Nee, er fährt nicht in die Box. Doch, gerade noch abgebremst. Also wir nehmen Soft. Wir bleiben bei unserer aggressiven Strategie. Die, die jetzt alle in der Box sind, nehmen alle Hard. Für Sainz ist das Ganze sehr, sehr bitter gelaufen, oder? Profitiert er vielleicht sogar davon? Nee, der bleibt dahinter an Ocon sogar. Großartiger Boxenstopp. Die Zeit war besser als hier ist gar nicht Ocon. Hinter irgendeinem Williams oder so. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf Soft und wir okay, gucken mal. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Gucken mal, wo wir sind. Wir sind auf Platz 12. Okay. Und wir schauen mal, wie lange das Safety Car draußen bleibt, ne? Safety Car kommt jetzt gleich rein und ich weiß noch nicht, ob es Fluch oder Segen ist, dass das Safety Car kam. Einerseits haben wir beim Stop nichts verloren. Andererseits konnten viele andere natürlich ausstoppen und müssen nicht mehr rein. Sind dann also jetzt aber auch schon auf den harten. Für uns strategietechnisch ändert es jetzt nichts, weil die Reifen sind so wenig abgenutzt in diesen paar Runden mit Safety Car. Wir wollten eh in Runde 16 rein. Das heißt, da hat sich nicht viel für uns geändert strategisch. Wir werden gleich Vollgas geben und dann gib ihn, ne? Und wir gucken mal. Keine Reifenprobleme zurzeit. Konzentrier dich aufs Fahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,2 Sekunden. Ah. Versuchen es hier mal außen gegen Perez mit dem besseren Reifen. Wobei die Mediums bei Perez auch nicht so alt sind und der crasht da fast irgendwo rein. Jetzt müssen wir auf Gasly achten, aber der hat harte, der dürfte mich eigentlich nicht wirklich attackieren können. Sollte keine größere Gefahr sein. Ah, das machen sie gut, ne? Gleich mit der S könnte es nochmal spannender werden. Oh, Magnus in die Box. Das hat mich jetzt schon überrascht. Ja, und Perez hat da jetzt niemanden mehr mit Windschatten direkt vor sich. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Attacke von mir gegen Perez. Das sind eigentlich die besten Reifen. Das müsste jetzt eigentlich klappen. Ja, sehr schön. Jetzt auf der Jagd nach Ocon. Boah, Esteban Ocon, wir sind nah dran. Wir sind nah dran. Wir wollen nah dran bleiben. Boah, wir stechen hier mal schon rein. Ja, mit dem besseren Reifen geht sowas auch mal.
Jetzt nur die Frage, ob er uns auskontern kann oder nicht. Wir haben auf jeden Fall DRS. Gute Arbeit. Trotz allem ist der Alpine super, super schnell. Aber mit DRS und Überholknopfpower kann er da nichts machen. Achtung, Achtung! Okay, gelbe Flagge. Wurde jetzt jemand von der Strecke geflogen? Gelbe Flaggen voraus. Verstappen wird langsamer. Oh, Motorschaden bei Verstappen. Motorschaden bei Max Verstappen, der damit raus ist. 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:16,0. Wir haben es noch geschafft gehabt, okay. Wichtig. Da war ich gerade nicht sicher. Das war jetzt wirklich auf allerletzter Rille. Und auch hier nochmal, das war auch gut. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. 2,3. Wir gucken, wo wir rauskommen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja. Ah, wir kommen hinter Latifi vor Hülkenberg raus. Okay. Aber Platz 10 ist greifbar, Leute. Das ist das Wichtigste. Platz 10 ist greifbar. Punkte sind greifbar. Okay, kein zu großes Risiko. Latifi verbremst sich. Ja. Bitte aufpassen, Nicolas. Bitte, bitte aufpassen, ne? Oh, Hülkenberg will mich attackieren. Das macht keinen Sinn. Du hast hart. Chill, bitte. Ja, Latifi haben wir hier wahrscheinlich schon, ne? Sehr schön. Dann können wir uns auf die Jagd machen. Also Punkte holen wir. Die Frage ist jetzt nur noch, wie viele. Muss eigentlich schon, ne? Mit dem besseren Reifen. Ja, da können wir auch mit der weiteren Linie das easy machen. So, jetzt Mick. Der dürfte im Haas noch einfacher zu schlagen sein. Haas plus harte Reifen, das sollte eigentlich kein großes Problem für uns sein. Und dann müssen wir Stroll kriegen. Der ist auf Platz 7, ein paar Sekunden weit weg, aber den könnte man auch noch kriegen, ne? Okay, für Schumacher muss ich nicht mehr auf die Geraden warten. Und bye bye. 2,6 Sekunden noch auf Stroll. Eigentlich dürfte Stroll da nichts entgegenzusetzen haben. Und Gasly ist dann vor uns. Na, also klar, Sainz werden wir nicht kriegen. Der ist schnell. Der hat eben Gasly überholt. Aber Gasly können wir doch kriegen, oder? Mit dem Tempo. Oh, Sainz und Gasly fighten sogar noch die ganze Zeit. Bitte bleib hinter mir, Stroll. Boah, gefährlich, aber gut. Ja, und Gasly und Sainz halten sich extrem auf. Guck mal, wie viel Zeit die verloren haben hier gerade. Oh. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,6 Sekunden. Also wenn Gasly da jetzt mal dranbleiben kann, noch ein bisschen fighten kann, ist hier noch einiges drin. Also Top 5, na, schwierig, aber Gasly kriegen wir. Wir sind dran an Gasly und auch Sainz ist nicht so weit weg, ne? Also auch wenn es ein McLaren ist, am Ende die Harten sind halt gegenüber den Soften klar unterlegen. Unsere Reifen sind auch noch voll okay, ne? Also ich denke, so zwei, drei richtig geile Runden haben wir noch in uns. Jetzt zeigt mir die Frage, ob wir hier schnell an Gasly vorbeikommen oder nicht. Wir haben ganz leichten Unterbodenschaden. Haben wir uns in der Schikane geholt. Etwas zu hart drüber gefahren. Ja. Ich nehme da jetzt natürlich nicht zu viel Rücksicht mehr aufs Auto. Das sollte soweit passen, solange wir uns jetzt nicht ganz kaputt machen. Weil dieses etwas härter, aggressivere Fahren ist okay. Um eben vielleicht auch noch Sainz zu kriegen. Der ist natürlich auch langsamer unterwegs. Sainz vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, harten Reifen. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Ihr Wagen vor dir hat am Frontflügel etwas abbekommen. Geringfügiger Frontflügelschaden am Wagen vor dir. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:14,5. Du holst pro Runde 7/10 auf. Ja, ich hatte mich schon gewundert, warum wir so schnell doch an Sainz vorbei rankommen, nicht vorbei. Vorbeikommen ist noch was anderes, aber Sainz hat einen Flügelschaden. Das heißt, das ist eine Chance für uns. Klar, unsere Reifen werden schlechter und schlechter, aber er hat einen Flügelschaden, auch wenn wir einen leichten Unterbodenschaden haben. Wir können das schaffen und jetzt vielleicht hier? Na, er verteidigt sich. Ich bin auch mal die schnellste Runde gefahren. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Wir müssen an Sainz dranbleiben. Hier außen. Er hat halt einen Flügelschaden, ne?
Wir haben zwei Runden Zeit. Jetzt bin ich hier nicht gut rumgekommen, wobei es ging noch. Wir jagen ihn und wir werden ihn hoffentlich noch kriegen. Können wir eine McLaren schlagen? Das wäre sensationell, ne? Das wäre sensationell. Etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich komme besser rum. Wir sind sehr, sehr nah dran. Er ist aber natürlich, der hat mehr Power. Der hat mehr Power. Boah, weit hinten meinerseits. Ja, zu weit vielleicht. Ja, leider schon. Wir müssen rankommen. Ich muss es gleich irgendwo mal probieren. Okay, ich mache meinen Unterboden ganz kaputt. Der Heckdiffusor ist leicht beschädigt, aber die Auswirkungen sind noch minimal. Okay, hat sich das Risiko gelohnt? Ich bin hart gefahren, das Risiko hat sich anscheinend gelohnt im ersten Moment. Wir sind an Carlos Sainz vorbei. Wir sind an Carlos Sainz vorbei, ein bisschen Schäden am Auto in Kauf genommen. Dafür sind wir hier an Carlos Sainz vorbei. Ist nur die Frage, ob er das kontern kann oder ob ich das sauber zu Ende fahren kann. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,7 Sekunden. Ja, Sainz kann da nicht mithalten wegen seinem Flügel. Sehr schön. Einfach Top 5 und schnellste Runde. Oh, das ist eine Antwort auf die bisher wirklich bescheidene Saison, ne? Also wirklich, die Saison ist bisher alles andere als geil. Aber das ist mal eine richtige Antwort darauf. Das ist sehr, sehr schön. Also Top 5. Ich denke, das Safety Car war dann insgesamt doch hilfreich statt schädlich für uns. Wobei, Sainz kann auch nochmal kontern vielleicht, ne? Der hat die Power. Wir geben Gas mit Überholknopf-Power und Co. Ah, Sainz ist noch da. Sainz ist noch da. Der will attackieren. Der will attackieren. Ich fahre Kampflinie natürlich. Sainz ist hier neben mir. Der ist auch vor mir. Oh, ich verteidige mich und ich bin vorne geblieben. Ich bin vorne geblieben bis zur letzten Runde dieser Fight. Und wir holen uns Platz 5. Yes. Okay, häng dich rein. Und wir gucken mal, wer Fahrer des Tages ist. Eigentlich hätten wir das verdient. Na, erstmal einen schönen Schluck Wasser hier. Endplatzierungen. Norris auf 1. Ganz, ganz wichtiger Sieg für den aktuellen Weltmeister. Hamilton auf 2, dann Leclerc, Ocon. Wir lassen aber Ocon, upala, Schluck auf, Ocon gar nicht davonziehen. Auf jeden Fall nur ein Pünktchen. Dann Sainz haben wir geschlagen, wichtig. Gasly, Stroll, Schumacher, Vettel. Hülkenberg von 22 auf 12 stark. Trotzdem hätte ich ihn gerne, wenn man sieht, wie nah er an Latifi dran ist, vor Latifi noch gesehen. Aber gut, ey, 10 Positionen nach vorne gekommen. Perez kein gutes Rennen von 4 runtergefallen. Gar nicht gut. Und Vips und vor allem Verstappen hatten einen Ausfall, so wie immer, so technisch halt. Wir haben Hülkenberg überholt, ganz, ganz wichtig für uns natürlich, teamintern. Wir kommen immer näher an Perez ran. Ocon geht leider ein bisschen weiter weg von uns, was schade ist. Aber hey, waren wichtige Punkte, um eben auch Platz 4 zu festigen, denn da ist natürlich Leclerc derjenige, der Gas gibt. Er muss halt alleine alles machen und wenn dann Hülkenberg und vor allen Dingen auch ich, hier muss ich mich in die Pflicht nehmen, in den nächsten Rennen weiteren Punkten, sollte Platz 4 eigentlich unsere Festung sein, die wir verteidigen können. Ich denke, das ist möglich. Und ja, Leute, genau so ein Rennen hat es mal wieder gebraucht. Ne? Es hat einfach alles geklappt. Wir hatten eine aggressive Strategie, trotzdem super umgesetzt das Ganze. Wir hatten hartes Racing, trotzdem sind wir soweit heile geblieben. Wir haben alles versucht, was ging und am Ende haben wir ein geiles Ergebnis rausgeholt. Also insgesamt kann man damit sehr, sehr zufrieden sein. Und ja, wir müssen natürlich jetzt noch in die Vertragsverneuerung mit Hülkenberg gehen. Ne? Ich denke, das sollte auch kein großes Problem sein. So. Wir werden auf jeden Fall mit Hülkenberg verhandeln. Er soll natürlich bleiben. Ne? 8 Millionen. Okay, Hülkenberg hat den Vertrag unterzeichnet, hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Also Nico bleibt bis zum Ende der Saison, macht einen super Job. Wir haben noch 5 Millionen übrig, aber die will ich sparen, denn ich will am Ende der Saison auf jeden Fall... Okay, hier haben wir noch was Interessantes. Hülkenberg hat in letzter Zeit unglaublich hart gearbeitet, aber wir machen uns Sorgen, dass er einem Burnout
führen könnte. Also schlagen wir vor, dass das mit einem Wellness-Tag zu verändern. Okay, kriegt er Konzentration ab. Aber du bist gut damit umgegangen. Danke. Jetzt wollen wir uns gleich mal seine Konzentration und Co. an, ne, wie er da aussieht. Auf jeden Fall, ja, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Ich will auf jeden Fall, doch, ich weiß wieder. Wir gucken erstmal auf die Updates. Yes! Ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut. Sehr schön. Was ich sagen wollte, ist, dass ich mit Hülkenberg weitermachen will, aber ich will mir Kohle aufsparen dieses Mal, auch um einfach jegliche Art von Fahrer holen zu können. Wir haben jetzt 6 Millionen. Ich meine, es wäre doch schön, am Ende des Jahres Max Verstappen im Kader zu haben, also im Team. Und dann würde ich sagen, jetzt wollen wir die Meisterschaft angreifen, nur als Beispiel. Oder man holt sich Charles Leclerc. Oder wenn wir wirklich übertreiben wollen und wirklich sagen, jetzt wollen wir alles rasieren, holen wir uns einfach so. Nee, lieber nicht, ne? Ist der einfach 9 Millionen wert, das ist auch ein bisschen crazy. Ich verstehe aber auch seine schlechte Wertung nicht. Ich finde es so in der Realität gar nicht mal so übel. So ein 77, 78 hätte man ihm von Anfang an geben können. Aber gut, Piastri ist derjenige, der auch ein bisschen nach oben geht, ne? Aber es geht mir zu langsam. Oscar Piastri gilt ja auch als Supertalent. Der hätte schon über 80 sein müssen, ne? Es verändert sich zwar hier und da was an den Ratings, aber da geht mehr eigentlich. Na gut, was ich eigentlich nur sagen wollte, ich will mir alles offen halten, auf jeden Fall, wem wir vielleicht im Sommer holen, falls man sich überhaupt von Hülkenberg trennen will, weil er macht ja einen super Job. Jetzt aber genug gelabert, euer Lauschen meldet sich ab und bye bye.